Hi, der Herbst ist da und es wird immer kälter und es ist Zeit für den Dutch Oven. Und das hier, denn das ist ein Rouladentopf, sprich eine dekonstruierte Roulade. Und wie ihr die macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für den Rouladentopf brauchen werde. An ganz erster Stelle ein großes Dankeschön an meinen Zuschauer Mathieu, denn der hat mir dieses Rezept zugeschickt, zusammen mit Bildern. Und sah sehr ansprechend aus, beziehungsweise trifft genau meinen Geschmack. Daher machen wir das heute mal nach. Wir brauchen 6 Rinderrouladen, habe ich gerade beim Metzger frisch schneiden lassen. Dann habe ich hier Sandwich-Gurkenscheiben, das ist quasi ein komplettes Glas. Dann habe ich hier 400 Gramm Speckwürfel, 2 große Gemüsezwiebeln. Wir brauchen körnigen, groben Senf. Wir haben hier Tomatenmark, eine Knoblauchzehe. Würzen wir das Ganze mit der Royal Flush-Mischung. Und dann haben wir hier noch 500 ml Kochsahne. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Mehr Flüssigkeit brauchen wir nicht, denn durch die Zwiebeln bekommt der Topf eine ganze Menge an Flüssigkeit schon ab. Also von daher, das sind alle Sachen, die wir brauchen. An der Seite seht ihr meinen treuen 12 Zoll Dutch Oven stehen. Die Kohlen heizt sich gerade eben schon vor, die guten Coco-Eggs. Und dann würde ich mal sagen, wir legen los. So, beginnen wir mit der Vorbereitung des Fleisches. Hier haben wir also die Rouladen. Schnappe ich mir jetzt so eine. Werde die einmal so durchschneiden. Und dann schneiden wir so, sag ich jetzt mal so 2 cm breite Stücke davon. Ich glaube, das Halbieren so können wir uns sparen. Wir schneiden uns einfach solche Streifen darunter. Die ersten Schritte sind der Zubereitung eines Beef Jerkys sehr ähnlich. Beef Jerky aus Rouladen solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Verlinke ich euch sehr gerne. Ist wirklich ein mega toller Snack, den man im Dörrautomaten zubereitet. Und solltet euch auf jeden Fall mal anschauen. Das kann man nämlich super selber machen. So, hier haben wir jetzt also die klein geschnittene Roulade. Die würzen wir jetzt mit meiner Royal Flush Rub. Das ist eine Gewürzmischung, wo geräuchertes Paprikapulver mit drin ist. Das passt sehr, sehr gut. Denn im Topf selber werden wir ja nicht räuchern können. Also bringen wir uns darüber dann ein wenig geräucherten Geschmack noch mit an die Rouladen. Außerdem ist ein bisschen Chili und natürlich jede Menge Paprika mit an der Gewürzmischung, wie ihr hier auch schon sehen könnt. Und natürlich die üblichen Gewürze wie Pfeffer, Salz, Knoblauch und so weiter. Damit würzen wir jetzt das Rouladenfleisch recht großzügig. Kneten das auch so durch, dass die Gewürzmischung überall hinkommt, dass das auch ein bisschen ins Fleisch eingearbeitet wird. So, jetzt haben wir mal mit beiden Händen. So, das Fleisch ist jetzt erstmal gewürzt. Jetzt habe ich hier diesen körnigen Senf. Davon nehmen wir einen sehr großzügigen Esslöffel und verteilen den über dem Fleisch. Und kneten das auch in das Fleisch noch mit ein. Damit ist das Fleisch fertig vorbereitet. Kümmern wir uns jetzt noch schnell um die Zwiebeln und dann geht es auch schon an den Topf. So, jetzt habe ich hier 2 wunderschöne Knoblauchzehen. Die werden wir einfach gerade aufschneiden, beziehungsweise erstmal werden wir sie schälen. Dafür kurz einfach mal draufschlagen mit dem Messer. Und dann kann man die quasi direkt aus der Schale rausfallen lassen. Und dann hacken wir die gerade fein. So, der Knoblauch ist soweit fein, den stellen wir mal beiseite. So, dann habe ich hier die Gemüsezwiebeln. Die werden jetzt einfach in schöne Halbringe geschnitten. Und Leute, kennt ihr das? Ihr kauft Gemüsezwiebeln immer so 3 Stück und mindestens eine davon sieht immer so aus. Es ist echt zum Kotzen und die riechen dann auch nicht mehr ganz so lecker, deswegen kommt die hier weg. Ich hole gerade eine neue. So hat eine anständige Gemüsezwiebel von innen auszusehen. So, dann schneiden wir jetzt die Zwiebeln in Halbringe. Eugen, der ist für dich. Diese Zwiebeln werden dann später im Dutch Oven richtig schön zusammenfallen. So, und damit sind alle Vorbereitungen für den Rouladentopf abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, ich hole mal die durchgeglühten Coco-Eggs und dann geht's rund. So, hier habe ich meinen Anzündkamin. So, jetzt geht es erstmal darum, dass wir den Dutch Oven richtig heiß bekommen. Dafür stelle ich ihn jetzt einfach erstmal komplett auf die Kohlen drauf, dass das Ding richtig knacke heiß wird, damit wir den Speck und die Zwiebeln anbraten können. So, bevor der Topf jetzt richtig heiß ist, gebe ich schon mal den Bacon hinein, also den Speck. Und wir braten den
schön in den Dutch Oven an. So, inzwischen hat sich der Bacon schön ausgelassen. Das heißt, wir haben jetzt schönes Baconfett im Dutch Oven drin. Und da gebe ich jetzt zum einen den fein gehackten Knoblauch mit dazu. Und zum anderen unsere Zwiebeln. Die werden jetzt alle schön miteinander schön angebraten. Ich liebe den Duft von Bacon, Zwiebeln und Knoblauch. Das kann nur gut werden. So, kurze Zeit später sind die Zwiebeln schön angedünstet und jetzt weiche ich mal kurz von dem Rezept von Mathieu ab. Ich nehme die Zwiebeln und den Speck jetzt gerade aus dem Topf raus und lasse den Dutch Oven jetzt nochmal richtig heiß werden, damit wir gleich das Fleisch von den Rouladen richtig scharf anbraten können. Das wir also einen richtig, richtig schönen Röstaromen halt erzeugen können. Das gibt nochmal zusätzlich Geschmack. Ich denke, das sollte nicht schaden. So, jetzt haben wir hier das gewürzte Fleisch, das Rouladenfleisch, und das geben wir jetzt in den Topf hinein und lassen es jetzt kurz anbraten. So, kurze Zeit später können wir jetzt die Zwiebeln mit dazugeben und den Speck und den Knoblauch. Leute, ich kann euch sagen, das riecht schon sehr verheißungsvoll. Jetzt wird das Ganze nochmal ordentlich umgerührt. Dann kommt mit dazu noch ein guter Esslöffel Senf. Zwei gute Esslöffel Tomatenmark. Dann habe ich jetzt hier einen halben Liter Kochsahne. Wichtig ist, dass er da keine normale Sahne nimmt, denn die könnte, wenn es tatsächlich kocht, ausflocken. Das wollen wir nicht. Gegebenenfalls spüle ich das gleich nochmal kurz mit Wasser aus. So, und jetzt haben wir hier die Sandwichgurken noch. Die hatte ich noch vergessen, die schneiden wir gerade noch klein. So, und zwar schnappen wir uns die einfach und schneiden die in ganz dünne kleine Streifen. Das reicht vollkommen. Ich sehe gerade, ich habe hier noch so ein bisschen von dem Gurkenwasser. Vielleicht spüle ich damit einfach die Schale aus, wo die Sahne drin war. Und die Gurken kommen jetzt in den Dutch Oven. So, ihr seht ja schon, wie das Ganze schon anfängt zu blubbern. Jetzt geben wir noch eben schnell die Gürkchen mit dazu. Die klein geschnittenen Sandwich-Gurken. Sowie den Rest hier aus unserem Sahneteil. Dann wird das Ganze jetzt nochmal umgerührt. Und dann kommt jetzt der Deckel drauf und dann lassen wir das Ganze gute zweieinhalb bis drei Stunden vor sich hinköcheln. Die Zwiebeln werden gleich noch eine ganze Menge an Feuchtigkeit eben an die Sache hier abgeben. Und wenn das am Ende nur halb so gut schmeckt, wie es jetzt schon riecht, wird das ein Knaller. So, und so lassen wir jetzt den Dutch Oven für die nächsten 2,5 bis 3 Stunden einfach stehen. Kohlen sind ein paar unten drunter, ein paar sind oben drüber, gar nicht zu hohe Temperatur. Also wenn ihr das, unterm letzten Dutch Oven Video hatten mich Leute gefragt wegen Gasgrill. Wenn ihr das auf dem Gasgrill machen wollt, 170 Grad indirekt wäre das, was ich einstellen würde. 180 maximal und dann einfach, wie gesagt, es geht um die Zeit. Und 2,5 bis 3 Stunden sollte man dem Ganzen jetzt also Zeit geben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. So, inzwischen sind gute 3 Stunden rum, eigentlich fast 3,5. Woran liegt das? Also zum einen könnt ihr hier sehen, das sind hier noch die McBriquette, die ich am Anfang draufgelegt hatte. Das sind original noch die Dinger vom Anfang an, also die sind nach wie vor vorhanden. Allerdings alles andere war zwischendrin ausgegangen, sprich also auch die Kohlen unten drunter. Das waren jetzt keine Markenbriketts und die sind einfach schlicht erstickt. Deswegen musste ich zwischendrin nochmal einen Anzündkamin starten. Wie gesagt, jetzt sind es 3,5 Stunden später. Wir machen den Topf auf, denn es riecht richtig, richtig verheißungsvoll. So schaut das Ganze aus. So, rühren wir es einmal um. Konsistenz von der... Oh, guck mal hier, die Zwiebeln, die sind richtig geil auseinandergefallen. Großartig. Die Konsistenz von der Soße ist richtig gut. Ja, hervorragend. Dann würde ich mal sagen, ist es jetzt Zeit,
den Rouladentopf mal zu probieren. So, dann kann ich ihn gleich wieder damit reintragen. Oh, ich schmecke das jetzt nochmal kurz ab, um zu sehen, ob wir genug Salz an dem Ganzen dran haben. Aber mit dem Speck und so weiter, da dürfte eigentlich nicht viel schief gehen. Und wir hatten ja auch die Royal Flush Rub dran, aber wir probieren mal kurz. Ein ganz klein wenig Pfeffer und Salz geben wir noch mit dran. Aber dann würde ich sagen, sind wir bereit zum Anrichten. Wie gesagt, ich habe mir hier ein paar Spätzle gekocht. Und da geben wir das jetzt drauf. Schön auch ordentlich Soße, gell? So, das ist er also, der Rouladentopf. Und ich sagte ja vorhin schon mal, wenn es nur halb so gut schmeckt, wie es gerochen hat, dann ist das ein Kracher. Ich gehe jetzt einfach mal mit der Gabel da rein, schnapp mir natürlich auch ein Stück von dem Fleisch und dann zum Wohl. Also Leute, also nach den gut über 3 Stunden zerfällt das Fleisch natürlich einfach im Mund. Und ihr habt wirklich 1:1 den Geschmack, als wäre es jetzt eine gerollte, gewickelte Roulade gewesen. Die Gurken kommen richtig gut durch. Der Senf ist richtig schön da. Ich muss da nochmal, also es ist richtig gut. Also Mathieu, an dieser Stelle nochmal grandios, ein leckeres Rezept. Ganz einfache Zutaten, nichts fancy. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn es so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, da unten habt ihr die Möglichkeit, auf kostenfreier Ehrengriller-Basis ein Abo dazulassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten schaut gerne mal in meiner Dutch Oven Playlist nach, denn da gibt es viele ähnliche Rezepte bzw. leckere Sachen, die man eben im Gusstopf machen kann. Jetzt gerade im Herbst eine super Zeit. Ansonsten, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wer bei Instagram ist, folgt mir natürlich auch sehr gerne bei Instagram, denn dann habt ihr schon ein Foto von diesem leckeren Gericht dort gesehen. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.